Coburg machte dem THW Kiel das Leben unerwartet schwer. Allen voran Torhüter Oliver Krechel. Die THW-Schützen scheiterten reihenweise an ihm. Mit dem Topwert von 18 Paraden war er der stärkste Keeper des Spieltags. Derby-Sieger frisch auf Göppingen stellt den Linksaußen Marcel Schiller für die Mannschaft des Spieltags. Mit viel Schwung vom EHF-Cup-Sieg erzielte Schiller 8 Treffer und half seinem Team beim großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Philipp Weber trifft und trifft und trifft. Der linke Rückraumshooter aus Wetzlar ist der Torgarant der HSG und war auch an diesem Spieltag wieder voll fokussiert. 8 Tore und 3 Assists für ihn. Dieser Andy Schmid ist einfach ein Teufelskerl. Im Topspiel gegen Flensburg war er der entscheidende Faktor bei den Rhein-Neckar-Löwen. Er dirigierte, verteilte grandiose Bälle und traf selbst 5-mal. Dieser Mann muss in die Mannschaft des Spieltags. 25 Tore machte Leipzig, 9 davon Andreas Rojewski. 2 7-Meter verwandelte er sicher, 2-mal spielte er die entscheidenden Pässe zu den Mitspielern. Leipzigs rechter Rückraum darf hier definitiv nicht fehlen. Er traf besser als alle anderen. 10 Buden bei einer Wurfquote von mehr als 83%, der Spitzenwert in dieser Woche. Magdeburgs Robert Weber führt die Torschützenliste nicht nur an diesem Spieltag an, sondern auch die der kompletten Saison. Jugendnationalspieler Johannes Goller ist ein Eigengewächs der MT Melsungen. Und da haben die Hessen alles richtig gemacht. Der Kreisläufer zeigte gegen Lemgo, dass er einiges drauf hat. 5-mal netzte er ein. Kantersieg gegen Erlangen und den klubeigenen Punkterekord geknackt. Die HSG Wetzlar ist unser Hingucker des Spieltags. So eine erfolgreiche Saison spielten die Mittelhessen noch nie. Und noch ist die Spielzeit ja nicht vorbei.